Ja, jetzt stehen wir hier und wieder an der Anlegestelle und dann geht es jetzt in das Herz des Vulkans. Klingt ja ein bisschen dramatisch, ne? So. Wo müssen wir hin? Wir müssen eigentlich wieder dahin, wo Titankehle. wir vorhin mit dem das erste Mal mit denen geredet haben, dass die uns gesagt haben, dass wir die Beduinen befreien sollen. Ist das Heidenhalt wieder? Ja, Oder das ist ja immer. uralte Senke? Nee, Heidenhalt ist es. Heidenhalt, dann gehen wir mal hin. Und dann halt mit dem Thermorohr hochschießen am besten. Ah ja, die Geschichte. Also wieder auf diese da rein, okay. Dann wieder rüber hier. Ach so, da, genau, da ist die Instanz. Okay, sieht ja nice aus hier, ne? Hinein. Sieht ja auch wieder aus wie so ein Drachenkopf. Okay, genau, hier sieht das so richtig psychedelisch aus jetzt. Taimi, ich habe den Schlot des Vulkans erreicht. Der Schutz der Druiden erfüllt immer noch seine Aufgabe. Allerdings wird mir langsam warm. Aha. Mir war schon klar, dass ihr ins Schwitzen geraten würdet, aber sagt lieber Bescheid, sobald euch ein feuriger Tod bevorsteht. Aha. Danke. Es gibt hier eine. Sieht aus wie eine Energiebarriere. Fällt euch etwas dazu ein? Wenn nötig, kann ich es näher beschreiben. Das hörst du jetzt aber auch alles, ne? Diese Wie Dialoge, wäre ne? es, wenn ich es mir einmal persönlich anschauen würde? Ach, sieh hier, du. Ihr, Schrabbel, ist er tatsächlich wieder in Ordnung? Nicht ganz. Das ist meine Schuld. Ich hatte nicht vor, euch das alleine machen zu lassen. Das macht Balthasar, nicht ihr. Aber ich habe ihm die Waffe gegeben. Auf jeden Fall ist Schrabbel mobil und gegen die Hitze geschützt. Allerdings besitzt er keine Bewaffnung. Dementsprechend werde ich keine große Hilfe sein. Es ist einfach nur großartig, dass ihr hier seid. Ah. Stellt euch gegen einen Gott des Krieges und all sowas. Wir stecken ziemlich tief drin, Kommandeur. Hier, nehmt diesen Scanner und wendet ihn auf die möglicherweise tödliche Energiebarriere an. Scanner nehmen. Scannt auf Teufel komm raus. Ich bin aber sowas immer ganz schlecht, ne? Ich habe den Scanner jetzt auch nicht, das musst du also alles du machen. Tragbarer Scanner, okay. Also ich kann jetzt einen grünen Kreis erzeugen. Ja, genau. Den kannst du halt auf das Objekt legen, das du scannen möchtest. Okay, siehst du, das habe ich jetzt auf das Objekt in der Mitte gelegt. Müsste ja dann richtig sein. Unbeständiges Energiefeld erfasst. Bei Okay. dieser geografischen Lage kann es nicht natürlichen Ursprungs sein. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Balthasar oder einer seiner Leute es installiert hat. Und das könnte bedeuten, dass es nicht perfekt ist. Ich kann den Scanner so einstellen, dass er selbst den feinsten Riss in der Panzerung findet. Lasst mich noch einmal schauen. Gebt Schrattel euren Scanner, okay. Da siehst du, da habe ich ja gleich das richtige Objekt gefunden. Ah, Scanner geben. Ah, guck mal, er hier. Versucht es jetzt. Nochmal wieder? Ach so, okay. Nochmal wieder aufs selbe Objekt, oder? Können wir mal machen. Zack. Erfasse Schwäche. Defekt festgestellt. Bitte zurücktreten. Hurra! Ihr seid nicht tot! Wenn das mal kein wissenschaftlicher Fortschritt ist. Das Feld hat anscheinend versucht, seine Schwächen zu beseitigen. Sammelt diese Anomalien und setzt sie gegen das Feld ein. Auf diese Weise sollte es funktionieren. Ich würde selbst dorthin aufgleiten, aber ihr wisst ja, ich befinde mich hier in 2 Tonnen Stahl. Die warme Luft hier drin sollte euch nach oben befördern. Ach so, man soll dann gleich irgendwie automatisch gleiten, oder was? Ja, sobald du springst, kannst du im Grunde auch gleiten. Es ist hier quasi überall Aufwind. So, jetzt habe ich zerstört einen Anker der Barriere mit einer Anomalie. Ach so, ne, darunter wieder. Okay, wunderbar. Also ich habe Du schon musst gleich eine da. Anomalie bekommen und dann zack. Oh Gott. Ich bin natürlich reingefallen in die Scheiße hier. Oh.
Okay. Also du musst aus der Luft heraus, musst du das Ding dann auf diesen Anker werfen. Ach so, ich bin da wieder runtergesprungen. Mal sehen. Ich lasse mich gerade wieder beleben. So. Also nochmal. Okay, du musst das da gleichzeitig runterwerfen. Hoch, hoch, hoch. Du musst jetzt erstmal vorher scannen, damit dieses Ding wieder rauskommt. Genau. Ach so. Das kannst du, glaube ich, auch vom Boden aus machen. Jo, genau. Also wieder mit dem Scannergerät auf diese Kugel in der Mitte. Und die lässt dann irgendwas fallen. Mal gucken. So. So, ich warte. Zack. Nee, immer noch. Was ist das denn? So. Okay, und dann entsteht so eine Kugel da. Okay, und die muss man dann treffen. So, okay. Und jetzt auch mit 1, oh Gott. Hat natürlich nicht geklappt. Doch, bing, einer weg. Einer ist weg. Und dann muss ich das ganze Spiel jetzt nochmal machen, ne? Ja, noch zweimal. Ich bleib einfach mal in der Luft, dann kann ich da auch das Ding fangen. Sonst stehe ich nämlich die ganze Zeit nur hier und guck zu. Na, mach mal. Du darfst jetzt auch, ne? Mach mal einen. Ich glaube, das müsste auch, ja. Okay, dann kann ich ja unten wieder schießen, dann schieße ich wieder einen hoch. ich bin doch da. Warum hat mich das Ding jetzt? Ich bin einfach runtergesprungen und plötzlich war ich tot. Oh. Ist kein Problem. Ich kann mich wieder beleben hier. So. Jetzt schießen wir nochmal drauf. Zack. Und du schwebst da oben. Dann hast du das absorbiert und jetzt schießt du ihn da runter. Geil. Sieht man mal erstmal aus einer anderen Perspektive. Ich werde euren Abstieg überwachen und über den Kommunikator mit euch in Verbindung bleiben. Ich wünsche euch einen guten Absturz. Ach so, jetzt müssen wir da runter. Ho. Okay. Ja, nice aus, ne? Ratet doch einmal, was hier unten ist. Bitte sagt mir, dass es sich nicht um einen weiteren, noch zornigeren Gott des Krieges handelt. Nein, hier gibt es ein weiteres Energiefeld. Und ein paar Zerstörer, denen es nicht gefällt, dass ich in der Luft bin. Nun, die Standardtaktik des Vernichtens oder Ausweichens sollte bei den Zerstörern gut funktionieren. Und der Scanner müsste die Barriere eigentlich außer Gefecht setzen können. Ich kann mich ja unsichtbar machen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich beziehe schon mal Stellung. In der Luft kann ich mich auch unsichtbar machen. Ich komme da nicht ran. Oh, scheiße. Aber zumindest bin ich jetzt wieder nochmal hochgekommen. So, dankeschön. Okay. Wo ist der Fall? Da ist er. So, ich habe das Ding jetzt aktiviert. Dann können wir ja mal Team. Habt ihr auch an. Ihr wisst schon, gedacht? Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, Primordus oder Jormak zu töten? Der eine ist die Schwäche des anderen. So wie die Schwäche Mordremos sein Geist war. Hast du was kaputt gemacht? Einen habe ich jetzt kaputt gemacht. Okay, dann mache ich den nächsten jetzt hier. Das wäre wahrscheinlich sowieso eine einzige Katastrophe. Ich kann nicht glauben, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, sie zu. Ich bin immer außer Reichweite, ich weiß es auch nicht. Warte mal. Aber die Magie ist komplett aus den Fugen geraten. Wenn nur noch ein weiterer verschwindet, könnte es gut sein, dass die Linie implodiert. Ich glaube, da muss irgendwie jetzt was sein, ne? Kann das sein? Am Leben bleiben.
Wie können wir sie denn davon abhalten, uns zu töten? Alles geschafft? Langsam. Ein Problem nach dem anderen. Der zweite ist auch weg. Okay, jetzt fehlt nur noch einer. Okay, jetzt müssen wir unsichtbar machen. So. Zack. So, jetzt ist der nächste auch unterwegs. Und weg. Das sieht nach einem Durchbruch aus. Ab nach unten. Dringt tiefer in den Vulkan vor. Oha. Das ist natürlich wieder so eine Barriere. Laut meiner Sensoren nähert ihr euch dem Boden des Schlots. Aber ich vermute mal, da gibt es weder eine Barriere. Genau das. Und weitere Zerstörer. Und zwar sehr viele davon. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Okay, machen wir das genauso wie vorher jetzt, ne? Das ist ja ganz praktisch, weil ich kann mich ja unsichtbar machen. Ja. So. Zerstörer entdeckt. Entität aus Magma und Felsgestein. Vom Altdrachen. Ist da jetzt was unterwegs? Nee, noch nicht. Warum geht das nicht? Rohre. Jetzt. Hast du ihn? Hab. Fliegt jetzt auch den Anker zu. Und hat getroffen. Wann wir sehen. Timmy, die ganzen Zerstörer. Oh Gott, sie sind einfach zu Boden gesunken. Nun, ihr habt es wahrscheinlich erraten. Das war Primordus, der da gebrüllt hat. Wir haben den Ich mach erstmal Zerstörer hier kaputt. Die Maschine ist eingeschaltet. Entweder lassen wir Balthasar die Drachen töten und die Magie absorbieren, oder wir zerstören die Maschine. So, jetzt habe ich hier was. Geht nicht davon aus, dass Braham je wieder mit uns reden wird, falls wir Jormak aus der Gleichung entfernen. Ich liebe den großen Dummkopf, aber ich bliebe lieber am Leben, damit ich es persönlich erklären kann. So. So. Kaputt. Mal sehen, ob ich den nächsten schaffe jetzt. Zack, der nächste ist auch unterwegs. Bumm, weg ist er. Ah, siehst du? Guck mal, das sieht aus wie so ein. Das sieht schon aus wie so ein Drachenkopf jetzt. Da schießt jetzt was hoch. Da müssen wir jetzt runter, hier. Ja. Okay. Man kann sich ja vielleicht erstmal so irgendwie an die Seite stellen, vielleicht. Theoretisch könnte man hier auf einer dieser anderen Plattformen, glaube ich, auch landen und sich mal. Genau, das mache ich jetzt gerade hier. Ein bisschen umgucken. So. Hier unten ist irgendwas. Okay, dringt zu Timmys Maschine vor. Ach, das ist das Ding da in der Mitte, was er geklaut hat, siehst du? Und und er schwebt da auch drüber, ne? Ja. Interessant, ne? Sieht interessant aus, was er da macht. Er sieht aus, als wenn er betet, ne? Als wenn er irgendwelche Kraft aufnimmt. Und dann schießt er irgendwas nach oben da. Der Drachenkopf sieht auch ganz interessant aus. Ja, und wie Zähne, ne? Sehen aus wie Zähne hier. Jo, jo. Wollen wir darüber fliegen? Ja. Siehst du, sofort, wenn man die Gleiter aufmacht, dann fliegt man irgendwie mal ein bisschen nach oben, ne? Kämpft ihr gegen ihn? Nein. Er ist hier und dann wieder doch nicht. Falls das nicht vollkommen verrückt klingt. Über der Maschine. Im Magiekanal. Erstmal ein Bild machen. Könnt ihr ihn scannen? Scannen?
Um Gottes Willen, mal gucken. Außer Reichweite. Was? Kein Lebenszeichen erfasst, nur magische Energie. Sieht interessant aus. Ist die Luft rein? Kann ich runter? Hier unten sind noch ein Gott und ein Altdrache. Aber ihr könnt euch gerne dazu gesellen. Shuttle 2.0. Wahnsinn! Hier unten ist es ja um einiges heißer. Ist das... Das ist Primordus. Da drüben. Das ist das erste Mal, dass ich einem Altdrachen so nahe komme. Sollten wir uns Sorgen machen, dass er... Also, dass er sich bewegt und uns alle umbringt? Meine Theorie war, dass die Maschine ihn paralysieren würde. Anscheinend hatte ich recht. Also, was ist mit Balthasar los? Er ist irgendwie zum Teil des Systems geworden. Und er ist so bewandert in Magiefragen. Für eine Absorption muss also... In Ordnung, ich gebe es zu. Ich weiß nicht wirklich, was hier los ist. Ja. Aber Tatsache ist, dass wir hier sind. Die Zeit läuft. Wie seht ihr die Angelegenheit? Er sollte vernichtet werden. Ein mörderischer, viel zu mächtiger Gott des Krieges ist unendlich gefährlich. Auch wenn es nicht zutreffen sollte, dass die Tode weiterer Drachen den Planeten zerstören werden. Jawohl. Euresgleichen wird mein Feldzug nicht aufhalten. Balthasar, was tut ihr? Ihr werdet ganz Tyria zerstören. Eure Heimat ist ohne Belang. Ach, sie waren. Sie haben mich geschwächt, mein Licht zum Verblassen gebracht. Doch jetzt werden sie mich sehen. Wenn ihr schon nicht aufhört, dann stellt euch mir und ehrt den Kampf, den Krieg. Gut nachgedacht. Das ist mit Sicherheit euer Todesurteil, aber gut nachgedacht. Ich habe gelernt, dass der Krieg keine Ehre kennt. Aber falls ihr euch nach dem Ruhm des Schlachtgewühls sehnt. Thema, Tegon, labt euch. Okay. Ah, ihr kümmert euch um sie und ich leite den Überlastungs- Ach, die Balthasar-Hunde. Warum brennt das Ding immer noch, obwohl ihr es gerade erledigt habt? Ja, ich war etwas zu mutig. Aber er ist auch schon tot jetzt, ne? Gleich. Okay, das hätte dich eigentlich wiederbeleben sollen. Kannst du mich wiederbeleben? Wenn ich da reingehe, diese witzigen, bin ich, glaube ich, tot. Diese witzigen Zeichen, diese Scanning-Zeichen. Ja. Okay, nee, warte mal, ich kann mich wiederbeleben. Vom Kontrollpunkt, okay. Da werden wir jetzt, glaube ich, einfach wieder reingeworfen, genau. Okay. So, ich glaube, du musst jetzt die Leichen der Hunde scannen. Ach genau, ja genau. Da waren so Scan-Zeichen drüber. Die beleben sich sogar selbst wieder. Aber wenn sie irgendwann wieder tot sind... Oh Gott. Siehst du. Okay, die beleben sich wieder. Okay, Maschinen scannen. Oh. Du liegst auf dem Boden. Also ich muss die jetzt beide scannen, ne? Oder wie? So, jetzt bin ich erstmal unsichtbar. Oh nein! Scheiße. Ich hab erstmal Ich habe leider diesen Gyro abgeschafft. Du hast ihn abgeschafft? Okay. Ja, ich bin wieder auf dem normalen Ingenieurbild. Mal gucken. Scannen. Jetzt die Maschine scannen erstmal. Ich glaube erst die Maschine und dann. Okay. Nur einen Moment. Ich werde mir etwas überlegen. Versuch das! Nein. Oder doch. Ja. Versuch, die Maschine mit dem Scanner zu unterbrechen. Versucht die Scanner mit dem. Oh Gott, die Maschine mit dem Scanner unterbrechen. Ja, genau, das habe ich jetzt gemacht. Okay, wir müssen jetzt diese beiden Dinger sammeln.
Welche? Ach, die da oben. Die da rausgeflogen sind. So, ich habe die rote jetzt erwischt, ja? Hast du die andere? Ja, ich glaube, das war aber ein Fehler. Wieso? Normalerweise ist es dann so, wenn man beide hat, bekommt man so eine Angriffsfertigkeit. Und ich glaube, ich habe dir das jetzt weggeschickt. Okay, oh, das ist aber hier ein bisschen anstrengend jetzt. So. Okay, dann musst du die jetzt beide hier. Also beide, okay. Beide, die rote auch. Und ich bin nicht genau sicher, aber du wirst dann, glaube ich. Verdipp den Kadaver, dann zündet mit der. Achso, oh Gott. Ah ja. Achso, und dann muss ich jetzt da drauf schießen. Ja. Oh Gott. Also was, so Multitasking, das ist immer ganz schlecht bei mir. warte mal. Ich glaube, ich bin zu hoch. Ich kann nicht gleichzeitig fliegen und da drauf schießen, das geht irgendwie nicht. So, den habe ich jetzt erwischt, ne, glaube ich. Und jetzt den anderen, oder was? Ich glaube, das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Ah, der ist tot. Okay. Oh Gott. Da sind die. So. Ja, Beeilung, die ist lustig. Die Maschine reagiert. Gut gemacht. Macht weiter so und die macht weiter so. So, der ist jetzt tot. Dann müssen wir jetzt die Maschine wieder scannen. Hm? Ich bin ja ganz froh, dass die Dinger nicht immun gegen Feuer sind. Irgendwie klappt das nicht. Oh, geht. Okay. Eine habe ich jetzt. So, die zweite auch. Ach so, und jetzt müssen wir, oh Gottes Willen. Also, ich kann sowas nicht. Soll ich den nächsten dann machen? Ja, ich glaube, es ist besser. Obwohl, hast du denn auch so ein Scanning-Gerät? Den Scanner habe ich nicht, also das müsstest du übernehmen, aber die Dinger aus der Luft fischen und abschießen. Ach so, das könntest du. Das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Wieso? Diese Fläche, die wächst gerade und verbrennt uns. Ach so, oh Gott. Dann müssen wir es normal machen, ne? Nee, der Kampf geht ja dann jetzt weiter und wir, wenn wir vom Kontrollpunkt aus weitermachen, sind wir auch direkt auf so einer Plattform hier neben. Okay, Kontrollpunkt. Die machen das. Die machen das dann doch nicht ganz so frustrierend wie bei Waits oder so. Also, dass sie dann wieder sich alles nochmal von vorne anfängt, ne? Ja. Also muss man jetzt die Hunde wieder umbringen. Hunde umbringen.
die Maschine scannen. Okay. Scannen. So. Und dann kannst du das übernehmen? Mhm. Okay. So, der ist jetzt gleich tot, so. Und jetzt hier scannen. So. Das gab auch immer mit dem Gleiter im Widerstand des Drachen auch so eine Stelle, wo man auf so eine Spitze von so einem Tempel raufgleiten musste, ne? Hm. Das konnte ich auch immer nicht. Ich bin bereit, die Maschine zu überlasten. Seid ihr euch bei dieser Angelegenheit sicher? Ob ich sicher bin? Seid ihr sicher? Schätze, das werden wir. Oh, guck mal, das Schwert da. Das Schwert ist ja interessant, ne? Oh, jetzt bin ich irgendwie. Das ist groß. Plant. Jetzt fühle ich mich viel besser. Timmy, tut es jetzt. Die Kraft. Oh, wo ist er denn hin? Hopp, weg ist er. Alles klar? Ja, ja. Die Maschine hat überlebt. Aha. Na, sieh mal. Kann man sich das vorstellen? Ich habe tatsächlich unbewegt. Rein in seinen Schlund. Und alles explodiert. Und plötzlich versinkt er. Aha. Was war das? Was war das genau? Genau das passiert, was ich vermutet hatte. Es hat nur etwas länger gedauert. Tyria scheint in Ordnung zu sein. Also hat zumindest das funktioniert. Seht ihr Balthasar? Nein. Es sah so aus, als würde er bei der Explosion verdampfen. Aber wir wissen ja, dass er sich anscheinend nicht gerne an Regeln hält. Und Primordus? Oh, ich überprüfe das mal. Drachenspektrum Primordus. Energie sinkt auf das Niveau vor dem Erwachen. Mhm. Gute Nacht, süßer Drache. Simon, nichts mehr zu sehen. Jormak ist dasselbe passiert. Dennoch, wir sollten so schnell wie möglich aus diesem heißen Loch hier verschwinden. Wir haben gerade zwei Altdrachen verschont, Timmy. Und das musste ich jetzt einfach laut sagen. Ich glaube es irgendwie immer noch nicht. Paradigma verschoben. Aber ich muss zugeben, ich bin erleichtert, dass ich nicht für den Tod all dessen verantwortlich bin, was ich kenne und liebe. Bestätigt diese Theorie so bald wie möglich. Wir werden sehr überzeugend sein müssen, wenn dies alles hier öffentlich bekannt wird. Ich werde keinen Schlaf bekommen, und zwar so lange, bis ich... Obwohl, vielleicht wäre es doch ganz gut, vorher ein kleines Nickerchen zu machen. Das solltet ihr tun. Ich werde währenddessen versuchen herauszufinden, was mit unserem göttlichen Freund geschehen ist. Wenn wir Glück haben, wurde er bis hin zu den Nebeln verstreut. Zumindest heute haben wir gewonnen, Kommandeur. Der Punkt geht an die Drachenwacht. Stimmt. Und vielleicht sind wir eines Tages eine Gilde, die ein vollständiges Team ins Feld führen kann. Haha. Seid gnädig zu euch selbst. Im Moment ist ja, glaube ich, nur Tiny wirklich in unserem Team. Jo, Braham will ja gar nicht, ne? Braham, oh, siehst du, abgeschlossen. Herz des Vulkans, abgeschlossen. Box bin ich nicht sicher, das kann gut sein, dass die... Und ein Beherrschungspunkt. ...noch da ist. Hier fliegen auch so Dinger in der Luft rum, wenn man die alle sammelt, gibt es auch einen Erfolgspunkt. Echt? Ja. Diese ganzen, diese leuchtenden Kugeln, oder was? Leuchtenden Dinger, ja. Wollen wir das mal machen?
Erstmal mache ich hier aus.